Der schwarz-gelbe Tabellenführer marschiert weiter voran. Mit einem neuen Rekord, 48 Punkte nach 19 Spieltagen. Das gelang noch nie. Wir begrüßen heute einen, der daran großen Anteil hat. Vorhang auf und Action für unsere Nummer 4, Abdou Diallo. Und bevor Abdou Diallo heute zum ersten Mal auf diesem Sofa Platz nimmt, ein herzliches Willkommen zum Feiertagsmagazin anlässlich unseres Spiels in Frankfurt bei der Eintracht. Ja, wir werden 230 Kilometer in Richtung Süden fahren und wollen natürlich auch von dort einen Dreier mitbringen. Und mein heutiger Studiogast, der sollte auch dazu beitragen, dass das gelingt. Bonjour, Monsieur Diallo. Wir begrüßen heute einen schwarz-gelben Dauerbrenner. Unser französischer Innenverteidiger kommt in dieser Saison bereits auf 22 Pflichtspieleinsätze. Nur bei 5 Partien musste er passen. Als Sommerneuzugang ist Diallo Teil des Dortmunder Neustarts mit 22 Jahren. Ein gieriger Spieler. For me, I'm young. I want to develop. The club want to develop with a lot of young players. So I'm a little bit like the club. So it's the best for me and I hope the best for the club. Ja, auch für den Verein. Daran besteht nach einem halben Jahr kein Zweifel. Mit nur 19 Gegentreffern stellt der BVB eine der Top-Defensivreihen der Bundesliga. Dazu kommt sein erstes Tor vor der gelben Wand im Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt. Yes, it was a corner, so I had to go in second post today. I go, the ball come, then I score. And after that, I saw the fans, all the Borussen, and I just do that. Borussen unter sich. Diallo ist in Dortmund angekommen und schon jetzt eine Stammkraft, auf die Trainer Lucien Favre baut. Für den jungen Franzosen zählt nur eins. Win, win and win. Tabellenführer in der Bundesliga und Achtelfinale in Pokal und Königsklasse. Auch dank Abdou Diallo. Denn ein deutsches Wort hat er in Dortmund schon am ersten Tag gelernt. Arbeiten. 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 This is the word. Ja, bonjour Abdou. Bonjour. Schön, dass du hier bist. Ein bisschen Französisch kann ich auch, ein Wort. Nicht viel. Ja, wir haben es am Ende des Beitrages gesehen. Ein bisschen Deutsch kannst du schon sprechen. Ein Wort kennst du? Arbeit. Willkommen. Wir wollen gewinnen. Das war's. Noch nicht mehr? Ist Deutsch schwer? Ein bisschen mehr, aber nicht top, nicht sehr gut. Es ist schwer, Deutsch, ne? Ja, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja, deine Karriere hat ja begonnen beim AS Monaco und mit 15 bist du für den Fußball schon zu Hause ausgezogen. Wie schwierig war das für dich, mit so jungen Jahren von zu Hause wegzugehen? En réalité, j'ai pas quitté à 15 ans exactement. À l'âge de 13 ans déjà, j'étais en internat la semaine et je rentrais que le week-end chez moi pour le foot. Donc ça m'a habitué à être loin de ma famille, à me développer comme ça. Donc quand je suis arrivé à Monaco à 15 ans, ça a été assez facile. Je savais pourquoi j'étais là. J'ai fait ce que je devais faire et ce que je voulais faire surtout. Ja, du hast noch 7 Geschwister. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war das bei euch zu Hause? Da war eine Menge los. Ich kann es mir gut vorstellen. Meine Frau hat noch 10 Geschwister. Also da war sicherlich eine Menge los. Großer Respekt für deine Schwester. Frau. Frau. Entschuldigung. Non, c'était pas mal. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose. Ça fait beaucoup de monde à la maison, beaucoup d'ambiance. Et puis, on s'entraide tous. Entre nous, bon, c'est pas tous les jours facile, surtout que ma mère nous a éduqués seuls. Mais voilà, elle a fait du mieux qu'elle pouvait et c'est très bien. Mais moi, personnellement, j'aime avoir beaucoup de monde à la maison, donc c'était cool. Ja, jetzt noch ein bisschen mehr von dir zu erfahren, spielen wir eine Runde Abstauber. Das heißt, ich gebe etwas vor, ein paar Sätze vor, in dem Falle 3 und du vollendest die Sätze. Wenn ich zu Hause viel Fußball schaue, dann sagt meine Frau: Ne fais pas comme mon père. J'ai vu assez de football quand j'étais jeune. Joue ton foot, mais ne regarde pas à la maison, s'il te plaît. Die Deutschen sind anders als die Franzosen, weil? Parce qu'ils sont très travailleurs, très droits, très stricts. Moi, personnellement, ça me va bien. Mais c'est les grosses différences entre les Français et les Allemands.
Ja, kommen wir schon zur dritten und letzten Abstauberfrage. Wenn ich als Gegenspieler auf meinen Kumpel Kylian Mbappé treffe, dann? Je fais tout pour gagner. J'oublie que c'est mon ami pendant 90 minutes et on serre la main à la fin. So, jetzt spielen wir den Ball aber wieder zurück. Es geht wieder auf den Platz. Ja, wir haben eben schon gesehen, deinen ersten BVB-Treffer, dein erstes Tor für Borussia Dortmund, das direkt vor der Südtribüne. Und im Trainingslager haben wir euch ein bisschen kommentieren lassen. Und schaut mal, was dabei rausgekommen ist. Pour Dortmund, Abdou, qui se précipite, tapillage, Abdou, Abdou. Et le but, Abdou. C'était la pagaille. Et le premier but sous les couleurs du BVB. Et après, belle célébration. Le but, il laisse quand même à désirer. Hein. C'est pas un top, top but, mais on prend quand même. C'est pas un but d'attaquant, mais un but, c'est un but. Sehr schön. Es ist und bleibt ein billiges Tor. Was für eine Aussage. Das hat dann Axel Sagadou gesagt. Wie du ihn reinmachst, ist dir doch wahrscheinlich am Ende egal gewesen. Oder Hauptsache, es war ein Tor. Il est jaloux. Il est jaloux. Non, un but, c'est un but, comme je dis à la fin. Un but, c'est un but. Je suis très content de l'avoir marqué. Et puis, bon, si je peux en mettre des plus beaux, je ne me gênerai pas la prochaine fois. Stimmt, ist doch scheißegal. Hauptsache Tor. Aber ein Tor vor der Südtribüne zu erzielen, das ist schon der Wahnsinn. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ouais, c'est la Tribüne Sud, c'est quelque chose. Après, tout le stade est exceptionnel, sauf une petite tribune là-bas, c'est la Tribüne Visiteur, ou ça, je m'en fiche. Mais ouais, c'est quelque chose. Ils nous poussent, tous les matchs, ils sont présents. Donc c'est un plaisir de les remercier en marquant. En ne prenant pas de but aussi, mais ouais, c'est un sentiment vraiment spécial. Ja, und wir sehen, du hast natürlich mit deinen Kollegen richtig Spaß, oder ihr habt richtig Spaß. Den Eindruck hat man generell, dass die Jungs wirklich sehr viel Spaß miteinander haben. Und mittlerweile gibt es eine richtige French Connection bei uns in der Truppe. Und auf diese werfen wir mal einen Blick. Die schwarz-gelbe French Connection rockt die Liga. Französisch mittlerweile die zweite Amtssprache beim BVB. Nicht nur der Trainer, fast die gesamte Abwehr verständigt sich en français. Die Jungs eint nicht nur die Sprache, sondern auch defensive Stabilität, technische Finesse und jede Menge Offensivpower. Französisch absolut en vogue in Dortmund. Und auch die Süd zeigt sich sprachbegabt. Borussia Dortmund, allé allé, längst im Repertoire der Fans. Borussia Dortmund, allé, allé, sogar die Fans auf der Südtribüne singen schon auf Französisch für dich, Abdou. Was macht die French Connection aus? Ça fait plaisir d'être reçu de cette manière, parce qu'on est en Allemagne et on est super bien reçu. Après, on doit faire l'effort de parler allemand et c'est ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, notamment en défense. Le coach aussi parle français, ça nous a facilité notre adaptation. Puis c'est juste cool en fait de voir l'adaptation des étrangers ici en Allemagne. La mayonnaise a prise, comme on dit en France, et j'en suis très heureux. Ja, wenn ihr zu Auswärtsspielen fahrt, dann sitzt ihr zusammen in der letzten Reihe, die French Connection. Ist die für euch eigentlich reserviert? Bah, je suis un peu désolé, je vais casser la légende, c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de francophones à l'arrière, mais il y a aussi les Anglais, les Américains, Jadon et Christian. Donc on est mélangés dans le quart, on est mélangés. Et puis tout le monde commence à parler un petit peu français, même notre capitaine. Ja, wir fliegen ja auch zusammen zu den Champions League-Spielen. Da sitzt ihr aber doch immer zusammen, oder? Ouais, c'est un jour, ça a pris comme ça chez Axel. Il nous a dit, venez, on va derrière. On y a été, et puis finalement, depuis, on y est toujours. Bon, moi, ça m'arrange. On a la bouffe en premier et les boissons aussi. Mais voilà, ça s'est fait tout seul, naturellement. Dann sprecht ihr auch schon mal ein bisschen Deutsch miteinander. Zum Beispiel, ich hätte gerne einen Schnitzel oder sowas. On essaye de parler allemand de temps en temps. J'avoue que c'est rarement, mais de temps en temps.
Et puis ouais, Schnitzel, j'aurais bien aimé qu'il y en ait dans l'avion, mais finalement c'est pas le cas. On se rattrape à l'hôtel. Schnitzel ist gut? Sehr gut. Sehr schön. Wie verläuft deine Kommunikation mit dem Trainer? Wird da auch Französisch gesprochen oder spricht er halb und halb, halb Deutsch, halb Französisch? Quand on est en groupe, on parle allemand. Forcément, c'est la première langue du vestiaire. Il aime bien terminer les réunions par un petit mot en français. Allez les gars, ou quelque chose comme ça. Et puis quand on est que tous les deux ou que entre défenseurs francophones, là on parle français, ça facilite les choses et au moins on comprend bien ce qu'il dit dans le détail. Das machte er ja vorzüglich, also er gewinnt so viele Spiele und man konnte ja nicht unbedingt vor der Saison davon ausgehen, dass es so gut läuft und dass wir so schön jetzt auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Dans une équipe du top, c'est très agréable parce que on prend beaucoup de plaisir sur le terrain. Tout est facilité avec des joueurs de très haut niveau. Après, forcément, tout n'a pas été facile. On était une équipe en reconstruction, avec un mercato quand même assez chargé. Donc il a fallu trouver des automatismes, travailler. On a beaucoup travaillé en pré-saison, avec un nouveau coach aussi, une nouvelle méthodologie. Donc voilà, c'est le travail qui paye aujourd'hui, mais c'est loin d'être fini. Et si à la fin, il n'y a pas la petite récompense au bout, ben, on ne se souviendra pas de tout ça. Donc pour l'instant, on est au top. Mais il faut que ça continue parce qu'on n'a encore rien fait. Also ich habe natürlich riesen Respekt vor deiner Zweikampfstärke. Ich bin auch ein Diallo-Fan. Ich oute mich. Das kann ich auch offen und ehrlich sagen. Erzähle ich auch jedem. Aber du kommst nicht drum rum. Wir zwei müssen jetzt in Zweikampf. Und zwar erzählt Fritz uns Geschichten. Und wir müssen entscheiden, ob sie wahr ist oder ob sie nicht wahr ist. Ja, Frankfurt gegen Dortmund, das sind immer tolle Bundesligaspiele. So auch am 22. September 1995. Die Eintracht ging dreimal in Führung, aber der BVB gewann letztendlich 4:3 dort. Drei, zwei, eins. Das ist richtig. Yay! Die Tore für die Borussen schossen Andi Möller, Michael Zorc, Heiko Herrlich und Lars Ricken. Ja, 1:1, nächste Geschichte, Fritz, bitte. Ja, drei Borussen feierten ihr Bundesliga-Debüt gegen Eintracht Frankfurt. Und zwar Lucien Favre, Lukas Piszczek und Roman Bürki. Bundesliga-Debüt? 3:2:1. Das ist richtig. Allerdings alle nicht für den BVB. Favre und Piszczek für die Berliner Hertha und Roman Bürki ja. Für den SC Freiburg. Last one. Unser Maskottchen, die Biene Emma, kann man für diverse Veranstaltungen buchen. Das ist bei der Eintracht ähnlich. Attila der Adler, ein lebendes Wappentier, kann man auch für Feierlichkeiten buchen. Drei, zwei, eins. Ja, das ist in der Tat so. Wer Spaß daran hat, einen Adler auf seiner Feier fliegen zu lassen, der kann sich bei der Eintracht melden. Okay. Unentschieden. Ich wollte gewinnen. Ja, ich auch. Ja, dann schauen wir mal auf den Zwischenstand. 37:32 für Nobby. Ja. Ich habe heute nicht ausbauen können. Abdu war einfach zu stark. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen für das Spiel morgen gegen Eintracht Frankfurt. Okay. Bringt am besten 3 Punkte mit nach Dortmund. Ihr zu Hause schaut bei Sky oder wo auch immer, seid im Stadion in Frankfurt. Drückt auf jeden Fall die Daumen oder beim Netradio. Und es gibt natürlich auch von Abdu ein tolles Geschenk. Das ist ein Trikot, ein Trainingstrikot? Ja, Trainings. Trainingstrikot. Das könnt ihr ja steigern auf unserer Internetseite. Geht einfach
auf Shop und dann auf Auktion mit der Unterschrift von Abdou Diallo. Sicherlich ein absolut edles Teil. Vielen Dank. Hier ist es nochmal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hingekommen bist. Wir drücken die Daumen. Bleib gesund. Alles Liebe und Gute. Das war's vom Feiertagsmagazin heute. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und Abdou.